So, da wären wir wieder. Dann lassen wir die Zeit doch gleich mal weiterlaufen, um zu gucken, ob hier gleich ein Schweinchen runterfliegt. Aber irgendwie dauert das mir schon viel zu lange. Aber eine Fehlermeldung haben wir, glaube ich, nicht bekommen. Also wir bekommen viele Fehlermeldungen, aber das sind die falschen. Das sind alles Fehlermeldungen, weil sie nicht zu den Grabstätten kommen. Und wir können jetzt sagen, was wir gerne hätten für die nächste Karawane. Das ist jetzt ein Problem. Ich würde zwar gerne versuchen, zwischendurch eine Karawane reinzubekommen, also einfach die Karawane vor der Tür stehen zu lassen, das Tor ganz kurz aufzumachen, Karawane rein, Tor wieder zu. Aber das ist doch ein ziemliches Risiko. Und wir brauchen die meisten Sachen ja nicht wirklich. Also sage ich, wir wollen gar nichts haben. Escape. Jetzt, also das war die eine Sache. Wir wollten hier gucken, ob das Schweinchen funktioniert und wir wollten. Oh Troll hat gerade das Floodgate zerlegt. Und ist in die Falle getapst. Sehr schön. Das heißt, wir können den Alarm erstmal aufheben. Das ist der da, der kann weg. Das heißt, die können jetzt alle rauslaufen und ihre Verwandten beerdigen. Das ist schon mal sehr gut. Ich gucke mal ganz kurz auf die Einheitenliste, ob hier irgendwo noch Gegner rumlaufen. Aber das sieht gut aus. Wir haben immer noch den Untoten. Das ist nicht so gut. Wie schaut das mit den Slabs aus? Wooden Bolts. Ich sehe keine Slabs mehr auf der Liste. Dann kannst du jetzt vielleicht Memorial Slabs machen. Das wäre ja echt praktisch. Sonst haben wir gleich ganz, ganz viele Geister. So. Und dich auch noch. Und ein Hammerzwerg fehlt. So, da war gerade eine Fehlermeldung mit dem Bitpond. Seetangtung kann das Tier nicht da reinschmeißen. Ein unzulässiges Gebäude. Wieso unzulässig? Wir müssen erstmal finden, wo unsere Runterschmeißanlage war. Hier. Drücken wir mal I. Da. Gut, dann machen wir die mal weg. Und machen jetzt neue Pitpond, die einmal das Feld hier vor dem Loch hat und das Feld mit dem Loch. Vielleicht muss das ja so sein. Also wieder P, Pitpond. Und wir schmeißen nicht den Ganter. Wir wollen auch nicht den Hahn, sondern wir wollen ein Schweinchen darunter schmeißen. Dich nämlich. Und es kommt sofort eine neue Meldung. Leberfriesel sagt, es ist ein unzulässiges Gebäude. Das verstehe ich echt nicht. Gucken wir uns an, wie es hier draußen läuft. Das sieht schon mal besser aus. Also das eine Floodgate können wir jetzt knicken. Wir könnten ein neues bauen und das wieder verbinden. Aber wir haben ja gesehen, dass es nicht unbedingt hilft. Also es hilft nicht gegen Trolle. Aber wie häufig kommen Trolle? Also machen wir jetzt erstmal Masons Workshop. Wir hätten gerne Floodgates 3 Stück. Dann können wir das Ding da ersetzen. Die ganzen Zwerge werden alle unten beerdigt. Hoffe ich einfach mal. Oh, das sind noch eine Menge. Und deren ganzen Sachen müssen ja auch eingesammelt werden. Also es werden eine ganze Zeit lang hier die Zwerge rumlaufen. Was mich doch ein wenig stört. Und ist da gerade jemand runtergelaufen? In die Höhlensysteme? Das wäre nicht so toll. Ah, die sind immer noch im Holzhacken. D. X. Alles weg. Ihr sollt kein Holz hacken. Ah, da hinten. Warum habe ich eigentlich so weit hinten die ganzen Befehle auch noch gemacht? Das war alles noch, weil der eine Zwerg nicht rauskam, ne? So, jetzt müsste ich aber alle erwischt haben.
Haltet euch also schön fern vom Höhlensystem. Das muss ja nicht auch noch sein, dass von unten irgendwas kommt. Oder jetzt noch ein Ambush, dann hätten wir wieder 3-4 tote Zwerge. Aber das Risiko müssen wir halt eingehen. Wir müssen jetzt versuchen, die Leichen reinzubekommen, damit wir keine aufgeregten Zwerge bekommen. Und sobald die Leichen und all das Zeug drin ist, machen wir wieder zu. Also, sobald wir halt zumachen können. Oh, und die Rampen sind gar nicht entfernt worden. Das ist natürlich dann witzlos. Haben wir die Brücke schon mit irgendwas verbunden? Nee, ne? Das ist jetzt gar nicht gut. BT. Und einen Lever hätten wir gerne. Ich mach mal dahin einen Granitmechanismus, damit es auch schön weiß aussieht. Und den verbinden wir so schnell wie möglich mit der Brücke. Lassen die Brücke einfahren. Dann können hier die Rampen entfernt werden und dann ist es überhaupt erst sicher. Weil wenn wir jetzt die Brücke wegmachen lassen würden, also einfahren würden, könnten die Goblins oder die Trolle oder was auch immer einfach hier lang laufen. Hier die Rampe runter, hier die Rampe hoch und in unsere Festung rein. Da bringt die Brücke absolut nichts. Das heißt, wir müssen jetzt warten, bis der Schalter da oben da ist. Dann den sofort mit der Brücke verbinden. A, B. Die Brücke da unten, bitteschön. Und warum ist der Chat-Mechanismus kaputt? Oh, ich wusste gar nicht, dass die kaputt gehen können. Sehr cool. So. Und wenn der jetzt verbunden ist, dann müssen wir irgendwelche Miner draußen haben. Und dann die Brücke einziehen. Obwohl gar nicht. Wir können sie auch drin in der Festung haben. Dann laufen sie halt raus, machen die Rampen weg und kommen dann halt nicht mehr raus. Dann müssen sie nur noch hier aus dem Loch rauskrabbeln, bevor wir die Brücke wieder hoch machen. Sonst geht die Brücke über ihnen zu und sie kommen nicht mehr aus dem Loch raus. Ja, viel zu bedenken. Und die Karawane hockt immer noch da. Na gut. Ist das Schweinchen jetzt zufällig schon irgendwie unten gelandet? Da ist das. Nö. Also wenn es hier gelandet wäre... Oh doch, ein Splattering of Kaviblatt. Hier ist was angekommen. Sonst wäre da kein Blut. Und hier ist auch rotes Feld. Vielleicht unterwegs irgendwo gegengeditscht? Oder warum ist da so wenig? Na okay, diese Caves sollen ja auch recht klein sein. Aber gut, dann probieren wir das Ganze jetzt nochmal mit etwas größeren Viechern. Und zwar mit dem ersten Goblin. Hoffentlich einem unbewaffneten. Da. Aslot. Irgendwas. Flieg. Naskots. Keine Fehlermeldung. Wir haben kein Fett. Wir haben keine Plump Hamel Spawns. Genau. Obwohl, ich habe ja vor kurzem mal die Küche eingerichtet, dass da was anderes gekocht werden sollte. Oder verbraucht, besser gesagt. Und zwar nur Plump Hamels. Aber wir haben immer noch 1393. Wie können die da meckern, dass wir keine haben? Aber gut. Zwerge können immer meckern. Die brauchen keinen Grund. So, komm schon, bring den Goblin. Ich will gucken, ob es funktioniert. Und dann schicken wir gleich alle darunter. Obwohl, wir haben die Tür unten noch gar nicht gesetzt, oder? Doch, Tür steht. Aber keine Falle. BT. Machen wir mal Cage Traps. Fürs Erste. Was denn ja auch recht komisch ist. Also wir haben gefangene Goblins. Schmeißen sie runter. Und wenn sie fliehen sollten, werden sie automatisch wieder gefangen, um wieder runtergeschmissen zu werden. Aber der kommt irgendwie nicht. Hier sind unsere Goblins. Oh, wer bist denn du? Da ist ein Zwerg drin, den sollten wir mal rausholen. Stimmt, das ist unser zweiter Milizionär, den hatte ich fast wieder vergessen. Das ist gar nicht gut. Da ist noch einer. Ah, das kann ja nicht angehen. Also,
Bildkäfig da. Und hier ist noch ein Zwerg. Mann, 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 Mann. Lass dich auch immer auf den Fallen ohnmächtig werden. So. Jetzt habe ich natürlich wieder verpasst, wie ein Goblin da runtergebracht wurde. Unten ist schon mal keiner. Wie schaut es mit den Särgen aus? Sind immer noch welche frei? Wir können trotzdem schon mal neue setzen. Wir haben ja ein paar in unserem Stockpile. 30 Stück. Ja, das reicht fast für unsere ganze Festung. Wir sind ja inzwischen auf 44 runtergeschrumpft. Da und da und die ganze Reihe runter. Das motiviert die Arbeiter doch bestimmt. So, zwei Reihen voller Särge und schon mal auf Vorrat zwei weitere Reihen. So, das soll erstmal reichen. Der Goblin kommt immer noch nicht. So viel haben die doch gerade nichts zu tun, oder? Da kommen jetzt die Särge an. Komisch. Na gut, werde ich wohl erstmal ignorieren müssen. Also den Goblin-Test. Und währenddessen können wir gucken, was hier draußen noch so rumliegt an Goblin-Sachen, die wir eventuell reinnehmen könnten. Ein Kupferpfeil, nee, will ich nicht. Eine Hundeleder-Handschuh. Ein Hundeleder-Handschuh für die rechte Hand, aber kaputt. Nö, wollen wir auch nicht. Ein Silberbolzen. Eine Trollfellsocke und ein Spinnseidenschuh. Nö, muss auch nicht sein. Damit sind wir jetzt so weit hier unten durch. Eine Kolonie von Termiten. Oh, auch nicht schlecht. Und da ist noch ein Zwerg eingesperrt? Warum? Ach nee, der hat nur an der Falle gearbeitet. Gut. Apropos an der Falle gearbeitet, ist es inzwischen fertig? Ja, sehr schön. Einmal den Hebel benutzen, bitte. Oh oh. Kullet und die umliegenden Länder wurden eine Duchy gemacht. Also eine Duchess? Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es nochmal eine Stufe höher. Gucken wir gleich mal unsere Nobel-Leute an. Und er braucht jetzt einen noch größeren Dining Room, ein noch größeres Mausoleum, er braucht noch mehr Kisten und noch ein Kabinett. Wo sind die Privatgemächer? Das sieht schon so prunkvoll aus. Na gut, er braucht einen größeren Dining Room oder einen besseren, besser gesagt. Das heißt, wir setzen doch einfach mal die Kiste hier mit hin. Und das soll kein Leder sein, sondern irgendwas. Chert. Ich will kein Chert. Chat? Jet ist okay. Machen wir da auch nochmal einen hin. So, hat er schon mal seine Container und jetzt noch Kabinett. Granitkabinett. Machen wir da noch ein paar mehr, falls wir nochmal aufgestuft werden. So. Das müsste ja eigentlich schon reichen. Und jetzt noch Mausu. Was war das jetzt? Hätte schwimmen können, ich wäre gerade hier runtergezoomt worden. Na gut. Das hier unten muss auch noch größer werden. Also seine Grabkammer. Das heißt, wir bauen einfach mal Statuen hier rein. Davon haben wir auch noch ein paar auf Vorrat. Statue war es. Und die sind alle schön aus Granit. Machen wir einfach mal 5 auf jeder Seite extra. Das dürfte reichen. Zumal unsere Masons ja recht hohe Qualität liefern inzwischen. Also die, die noch leben. So. Goblin, bist du inzwischen unten angekommen? Gucken wir mal. Nö. Aber ich verstecke jetzt mal die Steine hier mit D und H. Ne, nicht channeln. Oh, 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 oh. Das war falsch. Mit D, B und H. Damit kann man alle Gegenstände einfach verstecken.
und die tauchen nicht mehr auf. Das ist schon mal ganz praktisch. So kann ich wenigstens sehen, ob da irgendwas liegt. Aber warum kommt der Goblin nicht? Es könnte was mit dem Geist oben zu tun haben. Der ist ja direkt in den ganzen Goblin-Gefangenen. Und vielleicht traut sich deswegen keiner, den abzuholen. Und wir kriegen Fehlermeldung, dass wir immer noch Morial Slabs nicht herstellen können, weil die Engraved Slabs fehlen. Das hat bestimmt wieder irgendwas mit den Rechten zu tun. Also von welchen Stockpiles sie was nehmen dürfen und was nicht. Das nervt mich langsam richtig. Also verbiete ich jetzt einfach Chat und Chat und heb alle Befehle auf. Also von den Stockpiles. So, die haben kein richtig zugeordnet, sondern nur die Stockpile selber sind einem Dings zugeordnet. Das heißt, wir machen jetzt, wie machen wir die weg? Delete Selected, DD. Das kommt auch weg. Alles, also da unten, die ganzen Befehle werden jetzt weggenommen. Damit jeder von jedem Stockpile was nehmen darf, ohne irgendwelche Einschränkungen. Wir hatten irgendwo noch ein Furniture oder Finished Goods Stockpile zugeordnet, das weiß ich auch noch. Und wir haben noch ein anderes Steinlager weiter oben. Also relativ gesehen. Nämlich das da. Genau, es sind auch noch zwei Befehle, die weg müssen. Sehr schön. Und hier oben vielleicht. Ja, genau. Und der hier hat auch noch zwei Befehle für den Mechaniker-Workshop. Auch noch weg. Du auch. Das müsste es jetzt eigentlich gewesen sein. Mann, Mann, Mann. So. Jetzt können sie die Teile hoffentlich herstellen. Und ein Mandat. Das wird bestimmt wieder Crossbows sein. Zwei Stück. Wooden, nicht Weapon. Wooden Cross. So, zwei Stück. Und wir machen erstmal einen kleinen Cut. In der nächsten Folge gucken wir, ob die Goblins endlich unten angekommen sind. Und ob die Rampen da entfernt wurden. Und ja, wurden sie. Sehr schön. Dann darfst du die Rampen da... Nö, die können da bleiben. Aber wir können schon mal den Befehl geben, dass die Brücke wieder hochgefahren wird. So. P. Und wir sehen uns gleich wieder.